Hallo meine lieben Zuckerschnuten und herzlich willkommen wieder hier bei mir. Ich habe wieder Post bekommen und zwar diesmal von One Day Saving. Hier geht gerade eine Tüte auf Wanderschaft. Irgendwie sieht die Tüte aber ganz schön fällig aus. Also wenn es knistert, mein Kater hat ja gerade seinen Kopf in die Tüte gesteckt und geht mit der jetzt spazieren. Ist das bei euch auch so, dass sich Katzen am liebsten in den Karton reinlegen? Die können das kuscheligste Bett haben. So wie er. Legt man daneben einen Karton. Wo liegen sie drin? Wir haben das wirklich mal ausgetestet. Wir haben Karton und Bett nebeneinander gestellt und ja. Aber wir lieben sie doch, ne, doch alle, ne? Unsere Stinker. No Flocke? Der ist beschäftigt. So, aber bevor ich hier weiter laber, wir starten mit dem Intro und dann zeige ich euch was. Wie meine Stimme immer wieder explodieren kann, ist der Wahnsinn. Oh Gottes Willen. Also, wie gesagt, ich durfte mir was bei One Day Saving aussuchen. Und zwar, das war ein schöner Zufall. Ich habe eines Abends YouTube-Videos geguckt, ne? Mache ich öfters mal, bevor ich dann schlafe. Und das war ein amerikanischer oder halt ein englischer YouTube-Kanal. Ich kann euch jetzt nicht mehr sagen, wie der hieß. Aber die hat ein Bild gezeigt, eben auch von One Day Saving. Und da dachte ich mir, boah, Wahnsinn, den will ich haben. Ich habe schon geguckt, gleich auf der Merkliste geknallt. Ne? Und am nächsten Tag schreibt mir One Day Saving eine E-Mail, ob ich mir denn nicht was aussuchen mag. Ach, nur wenn ihr unbedingt wollt, ne? Nein, ich habe mir das geholt. Das ist so voll. Ich sage ja mal so viel. Es ist wieder viel Rot im Spiel. Es ist ja nicht so, dass ich mir jetzt schon einen Haufen Bilder habe mit rothaarigen Frauen. Man könnte fast denken, ich mag rote Haare. Ja, tue ich. Wie gesagt, ich sah selber mal aus wie Pomo auf dem Kopf. Ich hatte auch mal knallrote Haare. Aber es ist halt so anstrengend zu färben. Das blutet ja so schnell aus, diese Farbe. Also du kannst eigentlich alle 2, 3 Wochen nachfärben. Und dadurch, dass ich so ein. Also in Natur habe ich so eine Straßenköterbraun, blond, also so ein komisches Dunkelblond. Und das sieht ja dann auch doof aus, wenn dann der Ansatz nachkommt. Also danach bin ich dann erstmal wieder komplett schwarz geworden. Also. Hier auf dem Kopf den kleinen mal blau-schwarz drauf geknallt und jetzt ja, ist es so ein bisschen Aubergine, heißt es. Habt ihr gefärbte Haare? Gibt es irgendjemanden von euch, der so eine richtig geile, auffällige Haarfarbe hat? Vielleicht noch so gefärbt mit Ilum oder irgendwie was? Ich finde das ja wirklich mega geil. Es sieht auch meistens richtig gut aus. Aber diese Arbeit, die dahinter steckt, oh, das ist mir nichts. Ich knall mir jetzt mal alle 4, 5 Wochen meine Packung auf den Kopf und dann bin ich fertig. Dann war's das. So, aber dann jedes Mal noch, du musst ja dann immer zum Friseur, um das machen zu lassen. Aber schön ist es, definitiv. Jo. Jetzt wisst ihr schon mal, welche Haarfarbe es hat. Wir kommen jetzt erstmal zum Toolkit. War ein etwas exklusiveres Toolkit. Also das ist ja auch. Mensch, ich lasse jetzt drin. Hier ist eine Plastipinzette drin. No? Kennen wir alle, haben wir alle. Taugen nicht viel. Aber es ist schön, dass sie mit dabei ist, obwohl ich runde Steine habe. Ja, wir haben wieder ein Bild mit AB-Steinen und wenn du AB-Steine bestellst, also hier so ein Bild mit AB-Steinen, scheint das Toolkit schon etwas größer auszufallen. Dann haben wir hier einen 10er Aufsatz.
Auch einen schmalen, aber der ist so ein bisschen leicht ausgefranst. Hier ist noch ein Aufsatz. Ich würde mal schätzen, ein Vierer. Direkt gleich auf dem Stift mit drauf. Squishy. Weißer Klitzi. Zwei große Plättchen Wachs, also insgesamt eigentlich vier Stück. Und ein weißes Schöpfchen mit Schnute. Schnute immer gut. Schnute gut, alles gut. Dann, wie viele Farben haben wir denn eigentlich? Ich habe es hier auch, ich habe es rumgedreht, das Bild. 23 Farben nur, noch so. Gucken wir erstmal, also hier ist wirklich alles bunt gemischt. Ne? Wie gesagt, wir haben runde Steine in Sibis. Der Blau, na gut, Rot ist recht viel vertreten natürlich, ne? Aber auch sehr viel Blau. Sag mal, das sind auch wieder Harzsteine. Falls ihr das letztens gesehen hattet, da hatte ich ja hier dieses Bild mit diesem Steampunk Johnny Depp. Wenn nicht, ich verlinke euch das, also noch, dass ihr es euch noch mal angucken könnt. Das war auch ein Bild mit AB-Steinen. Da waren auch Harzsteine. Also es sah aus wie Harzsteine. Ich habe bald das Gefühl, dass diese Bilder mit AB wirklich mit Harzsteinen ausgeliefert werden. Wie komme ich jetzt hier rein? So. Gut zu wissen, war noch keiner drin. Jetzt mache ich gerade, öffne ich gerade das Siegel. Exklusiv eingepackt. Sehr schön. So, zählen wir mal durch. Steht es hier, wie viele ABs ich habe? Nee. Das interessiert mich doch immer. Wir haben 1, 2, 3, 3. Aber für 23 Farben ist das schon okay. Recht prall gefüllte Tüten, ne? Also hier das Grau. Jetzt gucke ich hier nochmal. Nee, 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 komm mal nur zurück. Das sind Acrylsteine. Es sah nur auf den ersten Blick so aus, als wären es eben Harz, weil ich keine Punkte gesehen habe, aber jetzt habe ich sie gesehen. Okay. Schade. Aber was nicht ist, kann ja noch werden, ne? So. Okay, also wie gesagt, wir haben 3 AB-Farben. Einmal ein Weiß haben wir dabei. Die 3865. Falls ihr euch überhaupt fragt, was AB-Steine sind, AB-Steine haben nochmal so einen Überzug. AB heißt quasi Aurora Borealis. So wie die Nordlichter. Ja, und deswegen, die funkeln so wie die Nordlichter. Wir haben nochmal so einen leichten Überzug drüber, dass die nochmal im Lichteinfall besonders leuchten. Genau, diese, wo will denn mein Körper jetzt rein? Ach, ins Kinderzimmer. Der will heute ins Kinderzimmer, der will bei der Kleinen sein heute. Aber die will heute nicht, die will heute mal ihre Ruhe haben. Auch okay. So, zurück zum Thema. Ja, riesengroße Beutel Grau haben wir. Ja. Also was hier ist riesengroß, aber die sind schon prall gefüllt. Ich zeige euch jetzt nicht jede Farbe, dann denkt ihr, wann kommt sie denn mal zum Punkt? Jetzt. So, wir haben eine Leinwandgröße von 40x40, 23 Farben, so wieder recht gemischt. Also ihr könnt ja nicht sagen, dass es nach Buchstaben, Zahlen oder irgendwas geordnet ist. Ne? Ach, ist die schön. Ist die schön. Aber hier ist die Pixelung auch schon wieder so komisch. Was hat die denn für Augen? Das sind doch keine Augen. Das war auch wieder wie bei diesem... Ich fang schon an zu sabbern. Wie beim Johnny Depp hier. Da war die Pixelung auch so komisch. Das Vorschaubild ist echt der Wahnsinn. Oh, obacht, mir krabbelt es gerade im Auge. Oh, das muss jetzt auch komisch ausgesehen haben. Ich zeige euch mal das Vorschaubild. Ich mache die Folie ein bisschen weg. Moment. Da. Geil, oder?
Das ist doch mal eine schöne Frau. Oh, diese Haare. Okay. Und jetzt die Leinwand. Seht ihr, dass das auch so komisch gepixelt ist? Ich weiß nicht, ob das an dem, generell an dem Programm ist, was die für die AB-Bilder benutzten. Irgendwie sieht es putzig aus. Vor allem auch wieder, sag ich mal, die Augenpartie an. Das sind doch keine richtigen Augen. Wo sind denn da die Pupillen? Das ist doch. Also, ich will es ja nicht, ne? Eigentlich hat die auch einen Lidstrich. Wo ist denn der Lidstrich? Da gibt es keinen Lidstrich. Mann! Als würde ich Zeitung lesen, ne? Wirklich, schreibt mir mal bitte, hat jemand von euch schon mal so ein Bild mit AB-Steinen fertig gepaintet? Wie kam denn das am Ende raus? Hat das funktioniert am Ende? Dieses Bild ist echt. Oh! Wie gesagt, mich sofort verliebt. Aber diese Pixelung, ich weiß nicht. Ist das wie beim anderen erstmal painten und dann mal gucken, wie es am Ende aussieht? Dann hast du dir so viel Mühe gegeben und das sieht aus wie Huf. Ich weiß es nicht. Also, falls da jemand irgendwie schon mal Erfahrungen gemacht hat, schon mal eins fertig gemacht hat, schreibt mir das mal bitte unten rein, ob es sich wirklich lohnt, damit anzufangen. Ich will das ja anfangen, aber. Schreibt es mir mal bitte. Ja, auf jeden Fall. Warst du schon für heute? Hatten dieses eine schöne. Also, das Bild ist ja schön. Nur die Pixelung ist ein bisschen. Ja. Ja, also sind wir schon am Ende wieder heute. Aber keine Sorge, ich komme wieder. War das jetzt eine Drohung? Alles klar. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Habt eine schöne Zeit mit all euren Liebsten. Bleibt schön gesund. Und dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.